Ja, hallo Leute, wir stehen hier auf der Lichtung und sind ganz friedlich unterwegs. Es ist leider noch dunkel, das ist unser Hauptproblem wahrscheinlich. Da vorne liegt noch irgendwas, was man holen könnte vielleicht, weiß ich nicht, müssen wir mal gucken. Okay, er ist gelaufen, er hat Harz gesammelt, okay. Jetzt müssen wir mal schauen, dass es eigentlich erstmal hell wird. Und dann müsste man gucken, ja, die Pinien müssen wir haben, ne? Schaut mal das Logo und gucken wir mal weiter dann. Ja, wo gehen wir hin? Das ist die Frage. Es ist einfach zu dunkel, man sieht nichts, ne? Was sagt denn unser... Ah, wir gehen erstmal ins Lager, weil wir so viele Sachen dabei haben. Wo müssen wir denn lang? Ich weiß es nicht. Gehen wir mal diese Richtung. Voll vor den Stein gelaufen. Da bellt ein Dingens. Ein Hirsch. Wir müssen da mal eine Markierung auf unserem Plan machen, damit wir sehen, wo wir sind. Weil wenn das Bett woanders ist, dann spawnen wir woanders und dann sehen wir überhaupt nicht, wo wir zu Hause sind. Nee, da wollte ich nicht anfacken, aber ist auch nicht verkehrt. Erstmal Karte aufmachen und gerade hier reinschreiben, wo wir sind. Damit wir unser Zuhause immer finden. So, jetzt haben wir das markiert. Okay, ja. Da liegen schon mal Dingens. Dann können wir da auch was wahrscheinlich für anmachen. Ach so, wir haben ja keinen Platz. Dann sollten wir vielleicht erstmal was leer räumen. Holz. Mal weg damit erstmal. Nämlich jetzt auch nicht so eine dolle Idee, das alles mitzuschlüren. Zinnbarren haben wir tatsächlich aufgehoben jetzt. Ja, der Stein war schon fast über. Haben wir hier was für? Nein. Stein war hier. Dann packen wir den auch gerade rein, wenn wir ihn schon hier haben. Allerdings, ja, passt der gar nicht rein. Hier für den Wald. Harz. Aber wir sollten definitiv mal hier gerade ein paar Pfeil und Bogen auch noch machen. Dafür brauchen wir, glaube ich, Harz. Ja, und Holz natürlich auch. Ne? Hat ja gut geklappt. Die Federn braucht man auch dafür. Der Bogen kann dann weg. Das kann auch hier rein. Ja, müssen wir mal schauen. Den, ah, ich habe den. Habe ich den überhaupt mit Feuerpfeilen geschossen? Weiß ich nicht. Das ist schon mal geklärt. Bevor wir es vergessen, reparieren wir uns erstmal hier. Ja, wir brauchen definitiv die Pinienkerne, um uns aufzuwerten, ne? Warte mal, Erz, Kohle. Ach, Kohle haben wir bestimmt hier noch gemacht, oder? Ne, haben wir nicht gemacht. Können wir auch nicht. Und da haben wir ja nichts, ne? Nee. Ach so, alte Gegenstände. Da können wir mal den Bogen reinschmeißen. Haben wir noch was, was da rein kann? Das sind die normalen Holzpfeile, die schmeiße ich auch da rein, weil das hier ist das, was wir brauchen. Das ist Reserve und das ist, was wir gleich noch aufrüsten werden. Essen ist klar. Ich glaube, Holz müssen wir noch mitnehmen, ne? Keine Ahnung, wofür wir brauchen, machen wir erstmal so. Reparieren, eine Fackel brauchen wir auch noch. Können wir die schon bauen? Nein, da fehlt uns Harz für, oder? Ne, können wir doch bauen. Dann stellen wir die mal her. Haben wir nicht, oder? Nein, eine Fackel bitte. Und dann Feuerpfeiler. Okay, da fehlt uns jetzt tatsächlich schon das Holz. Holz, nicht Harz. Gut. Und Federn brauchen wir auch noch, die sind ja hier links drin, ne? Ja, sollte auch reichen. So, jetzt mal weiter hier.
machen wir schon einen zweiten Stack. Ah, jetzt fehlt der Harz. Aber ein bisschen Weißes wollte ich noch an Fallen dabei haben. Feuerpfeiler herstellen. So, wenn ich jetzt noch... Ah, jetzt fehlt's Holz. Ja komm, dann soll's reichen. Dann lassen wir's so. Federn wieder zurück. Das Leder lasse ich jetzt gerade auch mal hier. Hier passt nichts mehr rein. Wie sieht das hier aus? Auch safe. Da brauchen wir auch nichts reinstecken. Was haben wir hier noch gehabt? Ach so. Ja, das ist alles gut. Da haben wir auch nichts. Gut, das heißt, wir gehen raus. Hier kommt der Harz wieder rein. Haben wir sonst noch was zum Reinstecken? Ich glaube nicht. Das kommt alles woanders hin. Der Stein ging da nicht rein. Das hatten wir schon. Das Holz muss noch weg. So, alte Gegenstände ist klar, das haben wir auch erledigt. Aber weißt du was? Nehmen wir hier das mit. Und nochmal 20, ne? Ich glaube 25 gehen in den Meiler rein, oder? Dann stecken wir das mal hier gerade rein. Damit wir mal nächstes Mal schon mal was haben, wenn wir hier weiterarbeiten wollen. Hier noch was reinzustecken, ja. So, da reicht nicht. Das passt erstmal. Das schmeißen wir gleich weg. So, jetzt sind wir gut dafür ausgerüstet. Können wir hier noch was machen? Ich glaube nicht, ne? So, das war's dann, oder? Den Stein schmeißen wir gleich weg, wenn wir unterwegs sind. Essen passt. Aber weißt du was? Wir können uns doch ins Bett legen und schlafen, dann wird es doch hell, oder? Dann haben wir doch das Morgengrauen, ne, oder? Du träumst, liegst auf dem Rücken in der Wiese und blickst zu den Wolken hinauf. Dein Name ist nichts, der Verstand ist frei von Gedanken, doch ist eine warme Hand in deiner Traum. Lachst du, als wärst du sie feucht und okay. Ich kann das immer nicht lesen, der schläft zu schnell. So, 80. Tag. Ist jetzt hier irgendwo noch was zu tun? Ich glaube nicht, oder? Wir waren ruhend, wir haben Feuer gehabt, wir sind ausgeruht. Wir haben noch 11 Minuten für unsere Buffs. So, das heißt, es wird auch hell jetzt. Das ist schon mal gut. Das heißt, jetzt gehen wir auf Pinie suchen, oder? Ja. Ja, das Räder oder der Hirsch. Schauen wir mal, dass wir hier irgendwo was finden. Irgendwo höre ich schon einen. So ein Wildschwein oder was? Wo ist er? Da ist er. Haben wir sie alle? Ich glaube schon, oder? Tanne, 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 Tanne. Keine Ahnung, wo ich die finden werde, die Pinien, ne? Wahrscheinlich gar nicht. Tanne, Tanne, Tanne. Da ist ein Reh oder ein Hirsch. Ist das schon hier ein normaler Wald? Ich glaube ja, ne? Ja, das ist schon Buchenwald.
Tanne, Tanne. Ach, hier ist schon wieder normaler Wald. Das heißt, ich muss mehr in diese Richtung wahrscheinlich laufen, ne? Was haben wir hier? Da ist eine Marke, aber... Ach so, da ist bestimmt hier Kupfer, ne, oder? Sieht irgendwie so abgebaut hier aus. Kupfervorkommen, ja. Tanne. Sieht auch nach einer Tanne aus. Oh, da ist noch einer. Was ist das für ein Baum? Kiefer, oder? Ja. Oh oh. Okay, jetzt müsste man eine gute Stelle haben, wo man den bekämpfen kann, wenn er hinter uns her ist. Und er ist hinter uns her, oder? 6. Haben wir schon die passenden Bögen? Ja. Kommt er? Ne, der steht noch da hinten. Okay, 7 Minuten hätten wir Zeit, bis unsere Buffs weg sind. Wir könnten aber gerade noch Eiktürk machen. So. Jetzt hat er mich erwischt. Und zig Bäume auch noch. Warte, hier sieht es ein bisschen besser aus mit Laufen, oder? Ach nee, ihr müsst jetzt nicht auch noch kommen, ne? Hat er mich erwischt? Vielleicht kriegen wir jetzt die Kleinen erstmal gerade kaputt, ey. Ah, das war jetzt nicht die dolle Idee. Kommen dann weiter mit Pfeil und Bogen, hat keinen Sinn. Er brennt auf jeden Fall wieder, oder? Aufpassen, dass wir nicht hier irgendwo falsch laufen. Was brauchen wir denn da noch?
Oh Mann, ey. Stirbt er jetzt endlich? Du brennst doch. Jetzt haben wir ihn endlich. Wo ist jetzt der Kleine? So, endlich geschafft. Ein weiterer Troll. Puh, das war schon ganz schön anstrengend. So, das bedeutet, wir haben jetzt hier nochmal 5-mal Leder hier. Das ist schon mal nicht schlecht. Sonst gab es aber wohl nichts von dem Troll. Aber das Leder, das können wir schon mal gut gebrauchen, wenigstens für den Umhang. Pini haben wir immer noch nicht, ne? Ich würde sagen, wir machen aber erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir Pinien suchen, ne? Beziehungsweise ja, erst Pinien suchen, dann ins Lager zurück mit dem Umhang machen.